Ein lautstarkes Hallo, hab ich doch seht ihr Pokémon Hauptstadt der harten Musik und ich begrüße euch zu einem weiteren Guide hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja gesagt, Freitag leite ich noch Arcani hoch. Das haben wir halt noch einen Guide gemacht. Einen für Singles und einen für Doubles. Heute, jetzt gerade stelle ich euch den für Singles vor. Ansonsten, wenn ihr den für Doubles sehen wollt, ist er auch auf meinem Kanal. Kommt immer zeitgleich. Also, hey, ja. Und falls ihr keine weiteren Guides verpassen wollt, Legends of Arceus ist übrigens gedroppt. Wenn da irgendwie die Werte und Attacken, Movepools generell von den Pokémon irgendwann auf Pokémon Showdown sind, werde ich dazu auch Guides bringen. Singles, ja. Doubles müssen wir mal gucken, weil die werden ja nicht in diesem VGC-Format sein, deswegen ein bisschen schwierig, das so wirklich zu machen. Aber für Einzelkampf auf jeden Fall. Und ja, kann man vielleicht ein bisschen zeigen, was so mit den Mons möglich ist. Aber so weit sind wir noch nicht, das Spiel ist erst heute gedroppt tatsächlich. Ich werde es auch gleich spielen, nachdem ich das aufgenommen, bearbeitet, hochgeladen und geschnitten habe. Und hast du nicht gesehen. Und deswegen, ja, gehen wir direkt rein in Arcania. Wir haben hier einen sehr ausgeglichenen Wert tatsächlich, oder Basiswertsumme. Wir haben 90 KP, was sehr gut ist tatsächlich. 110 Angriff ist solide. 80 Verteidigung ist cool, genauso wie spezielle Verteidigung auch 80 ist. 100 Spezialangriff, damit kann man arbeiten. Und 95 Initiative ist auch ganz solide. Generell ein sehr ausgeglichenes Pokémon. Es hat jetzt keinen Wert, der übelst überragend ist. Aber es hat auch keinen Wert, der schlecht ist. Das macht es dazu dadurch zu einem ja, relativ flexiblen Pokémon, muss man sagen. Zumal es ja auch ein Generation 1 Pokémon ist. Das heißt, da hat man auf jeden Fall auch eine gute Auswahl an Attacken. Und dementsprechend kann man auch mit dem ein bisschen viel machen. Eine Meta, ja, das kommt darauf an, wie das aktuelle Meta ist. In einer sogenannten Draft-Liga, wo du dich jede Woche auf 11 Pokémon zum Beispiel vorbereiten würdest, könntest du mit dem ein bisschen mehr machen, das ist generell bei Pokémon so. Aber hier im Singles Guide zeige ich euch, wie es gerade im OU, Diamant und Pearl OU ist. Strahler, Diamant und Leuchtende Perle OU ist. Mehr muss man glaube ich wirklich nicht sagen. Es ist wirklich sehr ausgeglichen, also man kann mit Arcani an sich sehr viel machen. Was man nun damit am Ende des Tages macht, kommt, wie gesagt, aufs Meta an und wie, welche Pokémon da drin sind. Ja, kommen wir zum allerersten Single-Set und zwar habe ich mir da gedacht, ja okay, Walband ist bestimmt ganz nett. Walband, Flammenblitz, Turbo-Tempo, Nahkampf, Knuddler ist so sein Move-Pool. Der konnte auf jeden Fall irgendwas nicht, ich glaube, Stromstoß konnte der nicht, das war das Problem, genau. Der kann leider keinen Stromstoß. So hatte ich das in Erinnerung. Deswegen können wir auch leider keinen Stromstoß spielen. Sonst würden wir gegen die Wasser-Pokémon natürlich einen Stromstoß draufpacken, das ist klar. Aber Flammenblitz, Turbo-Tempo, Nahkampf, Knuddler ist auch gut im OU. Triffst halt, wie gesagt, die Wasser-Pokémon nicht so ganz so gut, wie du es gern hättest. Die Wasser-Pokémon. Wir haben den Flammenblitz drauf, das ist eben der Step. Mit Walbert macht er auch trotz nur 110 Angriff ziemlich guten Schaden, weil es ist immerhin eine 120er Attacke. Dann gibt es ja noch einen Step-Bonus, das heißt Same-Type-Attack-Bonus. Ja, wodurch man eben nochmal 1,5 Boost bekommen würde, also 180. Und dementsprechend wird man auch relativ viel Schaden drücken. Wenn man dagegen Gesteins-Pokémon ran muss, ist Nahkampf dann natürlich eine super Option. Oder Unlicht-Pokémon auch teils, aber in erster Linie eigentlich Gesteins-Pokémon, weil Stahl trifft sowieso und Flammenblitz gut. Und Heatran, weil der hat ja Feuerfänger, das heißt, dementsprechend würde man den gar nicht treffen. Mit Nahkampf trifft man ihn eben sehr effektiv. Und selbst wenn er keinen Feuerfänger hätte, ich glaube, Nahkampf müsste ein bisschen mehr machen. Aber da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich glaube schon. Nur Knuddler ist für Knackrack, weil sonst würde der immer relativ free reinkommen, sagt man so schön. Den aber mit einem Walbert Knuddler drauf zu erwischen, ist sehr, sehr gut. Muss nicht unbedingt killen, je nach Investment. Aber man hat auf jeden Fall genug Schaden drauf gedrückt, dass man den auch ja, danach noch töten kann. Da kann man natürlich mit Arcani nicht drin bleiben, ist klar, weil der Erdbeben kommen könnte. Aber so erzwingt man zumindest den Gegner darauf, dass er auf ein Erdbeben geht. Und dadurch kann man vielleicht auch mal in seinen Flugtypen rausgehen und das Erdbeben abfangen oder sein Pflanzen-Pokémon. Und der Turbo-Tempo schlussendlich, ja, fürs Ende, falls man dann in so eine Situation kommt, in der nicht mehr so viele da sind und der Turbo-Tempo alles nehmen würde. Oder wenn ein Drachentanz-Pokémon da ist oder generell ein schnelleres Pokémon, was man unbedingt gerne revengen möchte, wie man so schön sagt, also unbedingt besiegen möchte, dann ist natürlich der Turbo-Tempo auch sehr vom Vorteil. Dann haben wir, wenn ihr Walbrand nicht spielen wollt, Arcani hat eben leider nicht so viele Sets hier in diesem Meta, aber wenn ihr Walbrand nicht spielen wollt, dann könnt ihr Expertengurt spielen. Selbes Prinzip, selbe Attacken, aber hier würdet ihr natürlich würdet ihr nicht so viel Schaden machen wie vorher, klar, nicht so viel Schaden wie mit Walbrand, aber da werdet ihr zumindest nicht drauf gelockt. Das heißt, wenn jetzt ein Knacker kommen würde, würde vielleicht Knuddler plus Turbo Tempo reichen nach Tarnsteinen. Es gibt ja sowieso die
Boots nicht, also die Heavy Duty Boots, also zu deutsch die Plateauschuhe nicht. Das heißt, da kann man auf jeden Fall eine relativ ja, frühe Chance reinkommen, dass Knuddler plus Turbo-Tempo reichen kann. Nahkampf nach wie vor für Gesteins-Pokémon und Flammenblitz ist eben der Step, den wir gerne haben möchten. Bedroha spielen wir immer, wir können auch Feuerfänger vielleicht spielen gegen Heatran, aber Bedroha ist eigentlich meistens eh das Bessere, da den Angriff des Gegners zu senken. Ansonsten, ja, Justified, also Redlichkeit muss nicht unbedingt sein, kommt drauf an. Wenn man vielleicht in Sneepuna rein switchen möchte, aber nee, eigentlich willst du mit Rohr dagegen haben, ne, dass du da den Angriffsdrop sozusagen gibst, ist besser. Ja, wenn man Expertengut und Walband nicht spielen will, wenn der Expertengut nicht genug Schaden macht, aber der Walband dann doof ist zum Locken, dann könnt ihr auch Leben-Ob spielen. Dann habt ihr da auch die Möglichkeit, wieder selber Attacken. Also da ist es wirklich, kommt es wirklich drauf an, was für Attacken ihr spielen möchtet, was für Items ihr spielen möchtet. Ja, und dann zu guter Letzt, es gibt zwar bessere Scarfer, klar, aber Akani mit Walschal, da haben wir aber Knirscher diesmal drauf. Da kann man vielleicht mal einen Gengar überraschen und mit einem Knirscher rausnehmen, der denken würde, okay, der kann hier jetzt nicht drin bleiben, ich gehe auf den ich kann free auf den Spukball gehen. Dann könnt ihr vielleicht mit dem Walschal Knirscher den nehmen oder Flammenblitz halt drücken. Flammenblitz macht auch mehr als genug Schaden. Nahkampf auf jeden Fall auch wieder und Knuddler auch wieder dieselbe Prozedur. Also eigentlich ist Akani hier in dem Fall ein offensives Pokémon, was man gerne spielen möchte. Speziell lohnt er sich nicht, weil er nicht so viele Coverage-Attacken hat. Aber, ja. Und zu guter Letzt haben wir noch ein defensiveres Set tatsächlich. Das ist ganz geil, wenn ihr zum Beispiel Tarnsteine und Stachler die ganze Zeit spammt auf eurem aufs gegnerische Feld. Weil dieses Set soll eigentlich auf jeden Fall, soll eigentlich nur sich hochheilen, was verbrennen und mit Brüller die Pokémon wieder rausbrüllen, sozusagen, oder wenn es halt irgendwas sich setupen will, ist das auch ganz vom Vorteil. Also mit Hazard Stacking, wie man so schön sagt, lohnt sich das sehr gut. Wir haben 48 in Spezialangriff gepackt, damit wir zu einer 93,8%igen Chance ein spezialdefensives Sheros auf jeden Fall rausnehmen können. Der kann uns sowieso nicht viel anhaben, aber die 48 wollten wir jetzt mal investieren. Das ist jetzt nicht so die Welt und dann können wir nochmal ganz kurz gucken. Skarm, wenn der spezialdefensiv ist, also Panzer Aeron natürlich. Wenn der spezialdefensiv ist, machen wir 55 bis 65. Wenn der Überreste spielen würde, würden wir den auch zu einer sehr guten Chance oder zu einer garantierten Chance besser gesagt töten. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir diese 48 in dem Spezialangriff haben. Wie gesagt, dieses Set ist mehr wirklich für so ein bisschen so, ja, aber so Teams, die halt wirklich Stachler und Tarnsteine spam auf dem Feld. Und, ja, ist wie gesagt ein defensiveres Set. Wollt euch jetzt nicht nur offensivere Sachen zeigen, weil Akani ist jetzt nicht so flexibel aktuell. Generell auch nicht so ganz. Deswegen, ja, war es das auf jeden Fall mit dem Singles Guide zu Akani. Falls euch gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten in der Abstimmung wird noch abgestimmt, ob Azumarill, Heatran oder Latios tatsächlich als nächstes kommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt noch schönen Mittag am Tag und ein nice Live. Macht's gut.